Ihre Familie, Herr Professor Thiering, vor allem auch Ihr Vater Hans Thiering und Sie selbst waren ja sehr befreundet mit Schrödinger. Können Sie aus Ihrer Erinnerung oder auch das, was Sie von Ihrem Vater vielleicht noch gehört haben, aus diesem Naheverhältnis heraus uns die Person Schrödinger ein bisschen beschreiben? Ja, das kann ich sehr gut und gerne sozusagen, denn für mich persönlich ist es ja auch ein Jubiläum.